Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu diesem sehr späten oder sehr frühen Video. Je nachdem, wann ihr es schaut, Riding Out Version 2.0 ist da. Schon früher als gedacht hat das Riding Out Team das Update veröffentlichen können und das hat es in sich. Vorweg, lasst mich aber sagen, dieses Update ist nur für die Leute, die sich die Riding Out Beta schon gekauft haben. Das heißt, gratis Spieler bekommen keinen Zugang zu Version 2.0. Natürlich wird auch die Gratisspieler später noch ein Update erwarten, allerdings weiß das Team noch nicht, wann da das Update kommen wird, das nächste. Und auch da werden die Gratisspieler nicht Zugang zum kompletten Update bekommen, was für die Käufer zur Verfügung steht. Kommen wir zunächst mal zu Bugfixes oder zu Änderungen von schon bestehenden Funktionen. Manche von euch hatten ja schon das Problem, dass sie festgesteckt sind und nicht mehr weggekommen sind. Über Escape kann man das jetzt melden, damit das Team Bescheid weiß und sich damit auch wieder in die Stadt zurückbefördern. Das ist allerdings nicht mehrmals hintereinander möglich, damit man nicht schummeln kann und sich aus allen möglichen Regionen zurück in die Stadt porten kann, wenn man Zeit sparen möchte. Außerdem hatten viele das Problem, dass zum Beispiel die Spitzhacken oder Heuballen und Eisenbarren sich einfach mal im Boden versteckt haben und da durchgefallen sind. Auch dieses Problem ist jetzt behoben und die Objekte sollten nicht mehr weiter durch den Boden fallen. Aber nicht nur die Gegenstände sind gerne mal im Boden verschwunden. Viele von euch hatten auch das Problem, dass die Türen einfach weg waren nach dem Einloggen. Auch das Problem sollte nicht mehr bestehen, das heißt, ihr könnt jetzt ganz ungehindert eure Stelle bauen. Und ich fürchte, mit einem neuen Stapelrekord von Eisenbarren auf dem Rücken wird das nichts mehr, denn die Anzahl der Gegenstände, die man jetzt auf dem Rücken transportieren kann, wurde auch noch verringert. Aber das war's auch schon großteils mit den Bugfixes. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die jetzt komplett neu drin sind, nämlich einige grafische Verbesserungen und auch ein paar neue Funktionen. Zu den grafischen Updates sei gesagt, dass auch die nur den zahlenden Spielern zur Verfügung stehen werden, aber dann will ich euch mal erzählen, was das überhaupt ist. Und zwar sind die Pferde detaillierter geworden. Die Pferde haben verbesserte Texturen. Ich denke, auch zu diesem Punkt kann man zählen die verbesserte Ausleuchtung der Umgebung. Das heißt, da werden nochmal die Licht- und Schatteneffekte ein bisschen angepasst werden. Außerdem gibt es generell neue Grafikeffekte. Die Grafik an sich wurde verbessert. Sie ist jetzt nochmal hochauflösender. Das Verschwimmen bei Bewegungen wurde auch behoben. So viel zu den grafischen Updates. Denn wie gesagt, es gibt ja auch noch ein paar neue Funktionen und Möglichkeiten. Ja, was gibt's denn da Neues? Die Karte wurde erweitert. Es gibt neue Gebiete, auch die werden nur den zahlenden Spielern zur Verfügung stehen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, die zu erkunden. Außerdem wurden die Quests erweitert. Sie hören nun nicht mehr da auf, wo man dem Schmied das Eisen verkaufen muss. Da geht es jetzt auch weiter. Außerdem endlich dynamischer Tag- und Nachtwechsel. Und ich bin sehr gespannt, wie dunkel es dann nachts im Wald ist. Ich glaube, ich werde erstmal alles mit Laternen zupflastern. Außerdem ist es jetzt leichter, sich in den etwas schiefen Häusern einzurichten, denn das Snapping im Baumodus wurde verbessert. Das bedeutet, dass die Objekte nun nicht mehr auf verschiedene Richtungen drehbar sind, sondern stufenlos. Und das heißt, man kann sie auch schrägen Wänden problemlos anpassen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das wiederum gibt mir ganz neue Möglichkeiten bei meiner Heimatsuche. Außerdem kann man jetzt ein paar Gegenstände selber in der Werkbank herstellen und es wurden eben auch neue Gegenstände hinzugefügt mit einem neuen Werkzeug. Es gibt auch einen neuen Rohstoff zum Abbauen. Da steht noch nichts zu in der News. Das werden wir dann mal selber erkunden. Ich habe so eine Idee, was das sein könnte. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Vielleicht kommen wir dann in der Quest hin. Und zu guter Letzt auch noch zwei Dinge, die euch bestimmt sehr freuen werden. Und zwar wird jetzt beim Besitzer des Pferdes nicht mehr Onkel Stefan angezeigt, sondern da steht jetzt wirklich euer Spielname. Und über V könnt ihr euer Pferd nach dem Zähmen jetzt benennen. Juhu, wir können unseren Pferden endlich Namen geben. Aber Achtung, da wurde ich schon darauf hingewiesen, Namen mit C machen dann noch kleine Probleme, denn dann kommt man in den Editor. Das heißt, wenn ihr eurem Pferd einen Namen mit C geben wollt, dann müsst ihr das Ganze mit Copy and Paste machen. Da wird aber auch schon dran gearbeitet, dass das nicht mehr so passiert. Und auch auf der Seite hat sich ein bisschen was verändert. Das werde ich nochmal in einem extra Video zeigen, denn da haben mich so viele drum gebeten. Mach doch mal ein Video, in dem du zeigst, wie man es runterlädt und wie man es installieren kann. Das heißt, davon wird es auch nochmal ein extra Video geben. Wenn ihr euch diese Version runterladen wollt und ihr das Spiel bereits gekauft habt, geht ihr einfach auf meine Downloads und könnt es nun da runterladen. Denn auf der linken Seite unter Spiel findet ihr jetzt die Möglichkeit, für Riding Out zu spenden, wenn ihr dem Team noch ein bisschen finanziell unter die Arme greifen wollt. Und die kostenlose Version könnt ihr runterladen, indem ihr auf Riding Out klickt, dann ein bisschen runterscrollt und auf kostenlose Version runterladen klickt.
So, wie gesagt, das gibt es dann auch nochmal in einem extra Video, wo ich euch das zeigen werde mit dem Download und mit der Installation. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß mit dem Update und ich freue mich schon, gleich selber reinzustarten und zu schauen. Also, Lieben, bis zum nächsten Video.